So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, das ist ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Oh Wunder, ich und meine Konstantinität in Sachen aufnehmen. Ist Konstantinität eigentlich ein Wort? Ich weiß es nicht. Es ist übrigens gerade mitten in der Nacht, wo ich mal wieder aufnehme. Wir haben es gerade fast 3 Uhr morgens. Und wie gesagt, es ist schon ein bisschen länger her. Es sind nämlich in letzter Zeit Sachen passiert, unter anderem, es war einfach viel zu warm. Und ihr müsst mich verstehen, in der Dachgeschosswohnung, bei Außentemperaturen von gefühlt, ja, keine Ahnung, ich glaube 34 Grad hatten wir es teilweise. Verschlossen. Hä? Verschlossen. Oh, verschlossen. Warte mal, was? Ganz kurz, irgendwas stimmt hier nicht. Hier stimmt im Allgemeinen irgendwas nicht, habe ich das Gefühl. Oh nein. Oh nein. Wieso ich gerade oh nein sage? Kurzen Moment, da muss ich was gucken, ob das so funktioniert. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Warte mal. Versuchen wir es mal damit. Das müsste jetzt mein Spielstand sein vom letzten Mal. Gucken wir mal kurz nach. Ich bin mir nämlich ziemlich... Moment. Da ist der Mauszeiger. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir eigentlich... Ah. Da haben wir es. Okay, ich hatte kurzzeitig Panik. Ja. Ich habe den falschen Spielstand gefunden. Geladen. Tut mir leid. So, verloren gefunden, Ferien mit Vetteln, wunderbar. Die ganzen Minispiele müssen wir noch machen. Das ist nämlich das, was ich auch vorhatte in diesem Part. Und ich hatte halt den Spielstand geladen, habe nur gesehen, ich habe ja nur eine Bertie Potts Bohne. Dann sollte ich mal ein paar Bohnen sammeln, dass wir uns an die Minispiele richten können, damit wir das durchziehen können. Ja, mit einem falschen Spielstand wird dort auch nichts. Ne? Naja, gut. Passiert. Kann alles passieren. Aber, ey, ich habe den letzten Part angeguckt und wir standen tatsächlich an eigentlich derselben Stelle, wie wir hier rausgekommen sind. Ha, peinlich, peinlich. So, wir sind am letzten Tag. Wir versuchen nochmal das Gnom tunken. Achso, ja, stimmt, da war ja was. Das ging ja nicht, weil Baum. Nee, weil wir es schon gemacht hatten. So, und wir müssen das Gnom weitwerfen machen. Da hat es einmal kurz geleckt. Der Rekord im Gnomenweitwurf will gebrochen werden, Harry. Warum versuchst du es nicht mal? Das kostet 30 Bohnen. Du, meine junge Dame, hast einen sehr merkwürdigen Stimmbruch. So, gut. Gnomenweitwurf, ja, ja. Da haben wir ja im letzten Part, ich glaube, nur einmal geschafft, das... Oha. Gut, gut, gut. Versuchen wir es. Also, wie gesagt, Ziel ist es ja, dass wir alles finden, ne? Ich habe einen Ring getroffen, also da bin ich schon stolz auf die Leistung. Nee, wie gesagt, wir wollen ja alle Bildkarten, das heißt leider, wir müssen die Minispiele alle machen und naja. Schön dran vorbei. Schade. Naja, Gott sei Dank haben wir ja 150 Bohnen gesammelt, beziehungsweise ich hatte 150 Bohnen gesammelt und habe dann erst den Safe State gesetzt für den nächsten Part, glaube ich. Irgendwie so war das. Nee, den breche ich ab, den Wurf, der ist nicht gut. Also man kann den Wurf an sich nicht abbrechen, aber man kann so lange durchdrehen, bis... Harry den Gnom trotzdem loslässt. Ja, ja. Nee, also wie gesagt, die Story ist ja durch, das wissen wir. Ah. So. Noch einmal einen Ring treffen und dann haben wir's. Ist das jetzt der letzte Gnom? Hatten wir echt nur 3 Versuche? Oder habe ich schon wieder irgendwas falsch gemacht? Der geht daneben. Nein! Diesmal konntest du den Rekord nicht brechen, Harry. Auch wenn du den Rekord beim letzten Mal... Diese junge Dame hat definitiv eine falsche Stimme für ihren Körper. Versuch. Das kostet 30 Bohnen. Das ist auch ein Mädchen, oder? Definitiv, sie trägt einen Rock. Harry eine Hose. Alles gut. Gut, also wir haben nur 3 Würfe frei, okay? Das wusste ich nicht, dass es sich... 4. Habe ich einen total verkackt? Ich glaube, ich habe einen total verkackt, ne? Habe ich nicht drauf geachtet? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin Trottel. Aua. Da hat er mir in die Fingerchen gebissen.
So, mal gucken, vielleicht. Der blaue. Naja, gut, 50. Also, wir wissen ja, Ziel des Spiels ist, also Ziel dieses Minispiels ist es ja eigentlich so viele Punkte wie möglich. Und dafür sollte man eigentlich, wenn es geht, möglichst durch alle Ringe gleichzeitig treffen. Was allerdings gar nicht so einfach ist zu handeln tatsächlich. Ich bin auch wirklich nicht gut da drin. Ich meine, ihr seht's, ihr guckt mir gerade hier zu. So, ich versuche natürlich den gelben Ring zu treffen. 1, 2, 3, 4. Ja. Gut, das hat sich schon mal erledigt. Naja, 150 Bohnen, 30 kostet. Oh, ich kann nur 5. Ich habe nur 5 Versuche. Und dann muss ich wieder Bohnen sammeln gehen. Das macht Spaß. Sag mal. Nicht schlecht, aber du hast den Rekord nicht überboten. Das war nicht mal nicht schlecht. Das war katastrophal. Nicht überbieten konntest. Wie wäre es mit einem neuen Versuch? Das kostet 30 Bohnen. Ja, ja. So, ich habe mal bei mir ein bisschen den Ton lauter gemacht. Wird das meine Trefferkünste erhöhen? Nein, definitiv nicht. Ich muss auch gestehen, es ist bei mir gerade momentan ein bisschen merkwürdig, weil der Controller spielt hier ein bisschen verrückt. Könnte daran liegen, dass er parallel irgendwie mit der Xbox... Hab nichts gesagt. Dadurch, dass der Ton lauter ist, bin ich jetzt ein verdammter Gott im Weitwurf. Ja, wie gesagt, könnte daran liegen, dass er gleichzeitig mit der Xbox verbunden ist. Und vorhin war das auch ganz wichtig. Ja, also, ich habe eine leichte Controller-Verzögerung. Das habt ihr eventuell mitgekriegt. Ich habe wirklich losgelassen und er hat noch eine halbe Drehung weitergemacht, weil er es kann. Jetzt hat er exakt da losgelassen, wo ich wollte. Das ist gut. Naja. Ich will die Schuld hier aber auch nicht an den Input-Lag schieben oder wie auch immer man das nennen möchte. Also 470, das ist schon ordentlich. Du hast den Rekord gebrochen. Eine Bildkarte für dich. Sehr schön. Zumindest das haben wir. Aber die Flugrennen kommen auch noch. Und da kommen viele. Oh, den kennt man doch irgendwo her. Autor des berühmten Werkes Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Achso, für den Fall der Fälle, dass man hier so ein Rauschen hört in der Aufnahme. Das ist nicht irgendwie Mikrofon, dass da irgendwas kaputt ist, sondern das ist mein Ventilator, der neben mir steht, weil es ist einfach viel zu warm. Also ich habe jetzt immer noch, wie gesagt, wir haben 3 Uhr morgens. Die Fenster sind überall offen, es ist auf Durchzug. Wir haben 28 Grad hier im Zimmer. Toll, toll, toll! Ich wette, dass du den derzeitigen Rekord im Gnomenweitwurf nicht verbessern kannst, Harry. Warum versuchst du es nicht? Das kostet 40 Bohnen. Was das Schlimme ist, ich würde nicht mal dagegen wetten. Gut, probieren wir es. Wir haben 4 Versuche wieder. Da. Ich hatte gehofft, dass er eventuell den gelben zumindest noch trifft, aber schön dran vorbei. Am einfachsten ist es tatsächlich, also empfinde ich zumindest so, wenn die Ringe auf einen zugeschwebt kommen. Dann sollte man jetzt schon mal anfangen. Oh, das war sogar ein Doppelter. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich finde, das ist einfacher, als wenn man von den Ringen wegwirft. Ah, das könnte... Alle 3! Jo! Highscore. Er läuft. Ha! Läuft! 950. Was passiert, wenn ich jetzt auf 1000 komme? Kommt da eine Stelle dazu oder fällt zurück auf 0? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil so einen hohen Score hatte ich noch nie und werde ich auch nie wieder kriegen. Oh. Es fällt auf 0. Dafür, dass du den Rekord überboten hast. Ah, es fällt auf 0, wenn du 1000 hast. Sehr schön. Wir sind so schlecht. Wir haben mit 0 Punkten den Rekord überworfen. Wendeline die Ulkige. Die kenne ich aus dem dritten Buch. Sie war so fasziniert von Scheiterhaufen, dass sie sich 14 Mal verbrennen ließ. Im dritten Buch kommt sie tatsächlich relativ am Anfang vor. Ich glaube, im ersten Kapitel steht sie sogar drin. So. Haben wir den Gnomenwartwurf schon geschafft? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja. Gut, dann stellen wir uns mal im Rennen. Mit einem Rennen, Harry. Das kostet 10 Bohnen. 10 Bohnen, das ist doch nix. Die Aufnahme läuft noch. Gut. So, also nur kurze Info. Ich glaube, die Rennen, die waren nämlich in der verloren gegangenen Aufnahme. Ja,
Ist an sich nichts Besonderes. Wir müssen durch die Ringe fliegen. Verpassen wir einen Ring, glaube ich, werden wir zurückgesetzt. Glaube ich. Es kann auch sein, dass wenn wir einen Ring verpassen, einfach nur, dass uns dann Schub fehlt. Weil je mehr Ringe wir durchfliegen, desto schneller werden wir. Okay, ich habe den Ring verpasst und es ist nichts passiert. Außer, dass wir halt den Geschwindigkeitsschub nicht bekommen haben. Da seht ihr das. Sehr schön. Das geht dann. Oh, da ist gerade einmal die Steuerung ausgefallen. So. Und der... Verloren, Harry. Noch ein Rennen und du gewinnst. Was? Ich war doch auf Platz 1. Oder lag das daran, dass ich die Ringe ausgelassen habe und hätte nochmal neu fliegen müssen? Kleines Rennen, Harry. Vielleicht bist du diesmal der Sieger. Aber es stand doch bei 1 von 2 und dann bin ich auch durch den Ring durch und das hat aber nicht gezählt. Okay. Dann versuche ich mich diesmal darauf zu konzentrieren, alle Ringe mitzunehmen. Ach, wie toll. Es gibt übrigens auch eine kleine Neuerung. Wie gesagt, ich habe eine längere Zeit nicht aufgenommen, weil erstens war es echt fucking warm. Und nur so kleine Info, mein Computer zum Aufnehmen, der, naja, der strahlt nicht gerade wenig Hitze ab, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ich, teilweise habe ich dann hier gesessen und dachte so, Alter, nee, es geht nicht. Es lief und die Suppe lief und es klebte und es war eklig und es gestunken hat es nicht, es hat gemüffelt ein bisschen. Halt so, man kennt das, dieses, wenn es ein bisschen feucht ist, ne? Also, feucht, Luftfeuchtigkeit. Mann, ihr wisst, was ich meine. Nummer 31, Balfour Blaine. Ja, aber das ist nicht der einzige Grund. Ich hatte zusätzlich noch Urlaub. Im Urlaub habe ich... Wieso hat sich denn jetzt das Menü geöffnet? Im Urlaub hatte ich noch Besuch und habe noch verschiedene Sachen gemacht. Alles wunderbar. Diesmal gewinne ich. Und... kostet 15 Bohnen. Kann ich mir nicht leisten, verdammt. Und die neueste Neuerung, die habe ich noch gar nicht erzählt. Ich bin jetzt glücklicher Besitzer einer PlayStation 5. Und nein, ich habe sie von keinem Scalper abgekauft, sondern ich habe tatsächlich im Laden eine bekommen. Was jetzt gerade im Moment nicht mehr so schwer ist, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt, wie sieht's denn aus, kann man eine vorbestellen? Ja, könntest du eine vorbestellen? Okay, ich nehme ich. Ja, blöderweise mit dem Spiel, also ein Bundle-Kauf, dementsprechend also teurer als die Konsole selbst. Ich glaube, 644 Euro habe ich bezahlt, habe dazu Horizon Forbidden West gekriegt. Tatsächlich ein Spiel, was mich eigentlich gar nicht mal so interessiert. Oh, Hot Take. Jetzt werde ich gehasst von den Leuten. Und Gran Turismo 7. Auch ein Spiel, was mich nicht sonderlich hookt. Aber egal. Ich habe die Spiele. Ich habe es auch schon ein bisschen gespielt, also so ist es nicht. Wobei, nee, Horizon habe ich noch nicht gespielt, aber Gran Turismo habe ich schon mal ein bisschen angespielt. Naja, das sind halt nicht so meine Fälle. Ich habe mir die PlayStation 5 tatsächlich hauptsächlich wegen Ratchet & Clank Rift Apart gekauft. Supergeiles Spiel, innerhalb von 2 Tagen allerdings durchgespielt. Zu 100%. Naja, was soll's. Wie gesagt, schönes Spiel und in Zukunft heißt das für euch, können wir eventuell sogar PlayStation 5 und Xbox Series Spiele spielen. Let's Playen. Und dadurch, dass ich ja auch eine passende Capture-Karte habe, die 4K aufnehmen kann, wunderbar, wunderbar. Ich muss noch gucken, wie ich das alles gehandelt kriege, weil sowas aufnehmen ist dann doch schon etwas komplizierter. Aber was soll's, was soll's. Also ich habe keinen Monitor, wo ich die PlayStation mal eben so anschließen könnte. Also ich habe zwar einen Monitor, aber den kann ich nicht in HDR aufnehmen. Und ich würde aber schon gerne in HDR aufnehmen, wenn man das Spiel damit machen kann. Weil ich habe festgestellt, wenn man HDR bei den neueren Spielen deaktiviert, das sieht gar nicht mal so geil aus im Vergleich zu HDR. Naja. Ja, ich weiß, dass viele von euch eventuell sogar gar keinen HDR-Bildschirm haben, wo sie meine Videos gucken, falls denn überhaupt jemand meine Videos guckt. Das gucken ja nicht so viele, also von daher ist es eigentlich so Blödsinn, dass ich so... Egal. Gut, kann man jetzt auch auf mich schließen, ne, weil... Verdammt, der nimmt ja so gut wie nie auf. Ja, aufnehmen tue ich relativ viel, aber ich lade selten hoch. Das ist das Problem. Ich habe ja viele Aufnahmen noch, die... auf der Festplatte verrotten. Wenn man es so möchte. Aber das sind halt mehr oder weniger fertig aufgenommene Let's Play. Ist egal, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Irgendwann eines Tages kommen die vielleicht raus und die Leute denken sich so, Alter, wieso ist denn das ein Video von 2018?
Ich bin ein bisschen überfällig, okay? Okay, alles gut. Aber naja. Es stehen noch genügend Let's Plays an, also... Ich glaube, ich habe noch genügend zu tun. Gerade wenn ich überlege, es läuft ja auch noch Super Mario Galaxy 2, was ich auch noch unbedingt aufnehmen sollte. Ja, aber es ist halt immer so eine Sache bei mir, ne? Wenn ich dann mal die Motivation finde, dann... Das passiert zu selten. Am meisten motiviert bin ich tatsächlich immer, wenn ich zur Arbeit fahre. Dann denke ich mir so, Alter, wenn ich von der Arbeit wiederkomme, oh, dann nehme ich auf, dann nehme ich richtig auf. Und dann komme ich von der Arbeit und denke mir, ich will nur noch ins Bett, ich will schlafen. Naja, Schichtsystem halt, ne? Gott sei Dank habe ich jetzt erstmal Wochenende. Heute ist mein erster Tag vom Wochenende, das heißt, ich habe noch 3 Tage. Ja, mein Wochenende ist ein bisschen komisch. Ich arbeite in der 7-Tage-Woche, also von daher, ich bin 6 Tage arbeiten und habe dann 4 Tage frei. Beziehungsweise 6,5 Tage arbeiten und habe dann 3,5 Tage frei, wenn man es genau nehmen will, weil ich arbeite halt im Schichtrhythmus früh, früh, spät, spät, Nacht, Nacht. Ne? Und wenn man am letzten Tag aus der Nachtschicht rauskommt, da ist es schon, wenn ich zu Hause ankomme, ist es 7 Uhr. Und bis ich dann im Bett bin, ist es locker 9, weil ich kann nicht sofort pennen und ja, bis man dann wieder aufsteht, ich sag mal so 16, 17 Uhr. Damit man halt seine 8 Stunden Schlaf hatte. Ich bin nämlich tatsächlich einer, ich brauche unglaublich viel Schlaf. Das ist unglaublich. Das ist mir selber sehr unangenehm, aber wenn ich mir keinen Wecker stellen würde, dann würde ich teilweise 12 Stunden durchratzen. Also es ist schon hardcore. Aber wenn ich dann halt mal die Zeit habe, das zu machen, dann mache ich das auch. Dann bin ich auch wirklich ausgeschlafen. Aber wenn ich in Anführungszeichen nur so 6 bis 8 Stunden schlafe, das geht gar nicht. Dann bin ich so kaputt, wenn ich aufstehe. Ich bin im Allgemeinen irgendwie ein bisschen kaputt, was das angeht. Hm. Naja, passiert. Passiert, passiert, passiert. Und bevor jetzt die Leute kommen, nein, das war schon bevor ich Schicht gearbeitet habe. Also schiebt's nicht auf die Schicht. Ich arbeite tatsächlich sogar sehr gerne Schicht. Ist mir angenehmer als immer nur um 6 Uhr bei der Arbeit, 14 Uhr Feierabend. Witzigerweise bin ich nämlich nach der Frühschicht immer am meisten kaputt. Nachtschicht bin ich immer voll aktiv. Beziehungsweise ich verhindere, die ersten 2 Stunden werde ich müde. Aber dann so meistens ab 0 Uhr, da werde ich richtig aktiv. Also, das heißt richtig aktiv, ich werde richtig wach. Ja. Komisch, das lässt sich irgendwie auch auf mein Aufnahmeverhalten hier bei den Let's Plays zurückführen. Ich sag nur 3 Uhr, ne? Wir haben jetzt 3.15 Uhr. Toll, toll, toll. Welcher Tag ist denn heute? 26.8.? Ich glaube. Ich habe jetzt nicht aufs Datum geguckt, tatsächlich. Ah, da war schon wieder von Controller. Lass mich mal kurz gucken. Freitag, der 26. August 2022. Ja. Und ich sitze hier am Rechner in einem 28 Grad warmen Raum und nehme Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf. Ein sehr altes Spiel. Das 2000 und... Ich glaube 2002... Steht das dabei? Ja, 2002. Auf den Markt kam. Wobei es... Nee. Der erste Teil war das. Der ein Jahr zu spät kam. Weil der erste Teil auf dem Gamecube kam nach dem zweiten Teil auf dem Gamecube. Was? Guckt euch meine Let's Plays an, dann wisst ihr ganz genau, wovon ich rede. Ne? Harry Potter und der Stein der Weisen auf dem Gamecube. Auf Original-Hardware gespielt. Dementsprechend ist die Grafikqualität natürlich auch ein bisschen... Aber so ist das halt, ne? Wobei, stimmt gar nicht. Ich habe es gar nicht auf Original-Hardware gespielt. Ich habe es nämlich auf der Wii gespielt. Ich Schlingel. Naja, die Wii war ja eigentlich nur ein aufgeblähter Gamecube, wenn man so möchte. Von der Leistung. Von der Leistung. Von den Spielen her und vom Spiel... Stil her mit der Bewegungssteuerung, klar, wenn einige sagen, Bewegungssteuerung sind scheiß. Aber die Wii war cool. Ich müsste noch mehr Bohnen tragen können. Ja, das wäre tatsächlich cool. Allerdings haben wir jetzt die Hälfte des Parts tatsächlich dafür aufgebracht, die Bohnen wieder aufzustocken. Übrigens, ja, das ist eine Sache, die ich machen werde, wenn wir Bohnen ausgeben. Zum Ende des Parts dann 0 Bohnen über sind, dann werde ich offscreen Bohnen farmen gehen. Aber wenn es halt mitten im Part passiert, dann sollten wir das eventuell mal auch machen. Wir haben ja jetzt eh nur noch die Flugdinger, die Besenrennen vor uns.
Und ja, dann dürften wir eigentlich theoretisch gesehen alle Sammelkarten haben. Nein, stimmt nicht. Mindestens eine würde uns noch fehlen, nämlich das, was wir kriegen, wenn wir Ferien mit Vetteln sammeln. Das heißt, wir müssen effektiv, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben alle Klassenräume durchsucht. Das heißt, wir müssten die Geheimgänge auf jeden Fall nochmal durchziehen. Und ja, wir überziehen ein bisschen den Part, weil passiert ja nicht viel momentan. Lass uns ein Rennen starten. Ja, ja. Das kostet 15 Bohnen. Alles klar. Was wollte ich sagen? Die Klassenzimmer haben wir ja alle mehr oder weniger durchforstet. Und ich war der Meinung, wir müssten die Geheimgänge von Hogwarts nicht nochmal neu machen. Aber was mir total entfallen ist bei dieser Aussage, ist, dass wir die Geheimgänge von Hogwarts in einer verlorenen Aufnahme gemacht haben, beziehungsweise wir sind in einer der ersten Parts, waren wir mal kurz in den Geheimgängen, haben aber festgestellt, da sind einige Truhen, die wir noch gar nicht öffnen können, weil wir die benötigten Zauber noch gar nicht haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal die ganzen Geheimgänge machen, damit wir nämlich die Truhen öffnen können. Und vielleicht befindet sich da in den Geheimgängen ja auch das Buch Ferien mit Vetteln. Das heißt, wir hätten dann das letzte Buch auch, beziehungsweise den letzten Sammelgegenstand eventuell auch gefunden. Also ich bin mir nicht sicher, ob es der letzte Gegenstand ist, ne? Weil, schon ein bisschen länger her, dass ich das Spiel zu 100% durchgespielt habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der letzte Gegenstand ist. Diesmal hast du gewonnen. Hier ist eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Ja. Yeah. Nummer 33. Beaumont Marjorie Banks. Den Namen könnte ich nicht aussprechen. Wegbereiter der Kräuterkunde und Sammler seltener Pflanzen entdeckte das Dianthuskraut. Er entdeckte es, aber hat nicht die Wirkungsweise entdeckt. Ah, sie möchte direkt ein drittes Rennen. Okay, aber das würde ich sagen, heben wir uns für den nächsten Part auf. Die Kamera dreht sich so oder so, wie sie es will und nicht wie ich es will. Von daher mache ich da jetzt keinen Unterschied. Ich muss mal ganz kurz nicht wundern, es klackt. So. Ich hatte die ganze Zeit das Mikrofon falsch eingestellt. Sehr großartig und wieder sehr professionell. Naja, was soll's. So, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn theoretisch gesehen nicht mehr viel passiert, weil wir machen jetzt nur noch die letzten Minispiele. Ich laber mir meinen geistigen Dünnschiss von der Seele, was eigentlich kein geistiger Dünnschiss ist, weil... Naja. Ich rede von Gott und der Welt, gefühlt. Naja. Und wir sammeln halt schön die Bildkarten und spielen das Spiel ganz gemütlich zu 100% durch. Und ich hoffe, euch macht das trotzdem Spaß. Auch wenn halt nichts Story-Relevantes mehr passieren wird. Aber wenn dem so ist, könnt ihr ja mal einen Kommentar hinterlassen, wieso ihr weiterguckt. Das würde mich echt mal interessieren. Und ich sag Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye.